Ja, Skane, und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind immer noch bei dieser einen Leonardos Maschinenmission und ha, es waren genau 15 Minuten, die ich aufgenommen habe. Mit dem Intro sind es dann 15 Minuten 30, wenn YouTube nicht noch aufgerundet hat zu 15 Minuten 31, sind es genau 15 Minuten 30, die ich aufgenommen habe. Also es war doch noch nicht die zweite Folge und das ist jetzt die zweite Folge in Anführungszeichen. Also, auf geht's, wir wollen immer noch diesen Aufseher, wie gesagt, töten mit der versteckten Pistole. Schaffen es auch. So, und das war's jetzt. Wir wollen sie uns eigentlich angreifen? Ja, machen sie auch, aber naja. So, Karte vom Aufseher erhalten, ja, ich weiß. Bla bla bla. Wir rennen hier erstmal rum so und wollen eigentlich ein paar Verstecke finden, aber das schaffen wir wieder nicht. Ich will jetzt eigentlich auch nicht töten, so, wenn ich ehrlich bin, aber muss ich dann wohl. Hier ist ein Schatz. Hey Junge, jetzt reicht's. Okay, komm her. So, da ist so ein Reiter. Na auf. So. Bei ausgewählter mittelgroßer Waffe. Okay. Die machen wir so fertig und der hat auch keinen Bock mehr. So. Also wir haben jetzt eine Position von Leonardos Maschinen herausgefunden. Wollen dann natürlich hin, bekommen ein Terrakotta-Gefäß. Okay, weg, Pferd, du bist nicht uns. Wir haben dich eigentlich gerade... Wir haben verletzt, aber naja. Das ist eine Flagge, die wir durch unser Adlerauge in der letzten Folge gesehen haben. Ja, wo ist denn die Maschine? Das hier, oder? Ja. Das zählt jetzt als Leonardos Maschine. Aber ich will jetzt erstmal doch die Borgia-Flagge einsammeln. Oh, Moment. So, ja, Computer ist abgeschmiert, also ich habe eigentlich aufgenommen, aber die letzte Datei immer, wenn er abschmiert, also mein Computer, wird dann immer verworfen und ist nicht mehr lesbar und so. Also ich habe gesagt, ich habe einen Anruf erwartet, aber das war nicht der Anruf, den ich erwartet habe, deswegen hatte ich auch mein Telefon neben mir liegen, also nicht meins, sondern also bis zu meiner Wohnung, ne? So, ich habe eigentlich das dann noch ausgebaut, die Flagge geholt. Okay, die Flagge wird gespeichert, aber dass ich das ausgebaut habe, nicht. Also baue ich das jetzt nochmal ab. Ich will nicht mein Pferd, ruf mich mehr mit dem reden. So, dann habe ich gesagt, ja, für 3500 Florin. Oh, lol, Roffel. Ah, da kommt mein Pferd angerannt. Okay, ja, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen mehr genervt. Weil es erstens... Also ich war ja schon genervt wegen dieser Mission gerade. Aber dann ist noch mehr. So, 1 von 8 bestätigten Aquädukten aufgebaut. Gerade als ich gesagt habe, und hier ist abgeschmiert. Hier ist abgeschmiert. Ich bin hier lang gerannt, abgeschmiert. So, geh weg, du Pferd, ey. Wir wollen jetzt zu der Maschine und wollen eigentlich wieder glücklich sein, aber ich glaube nicht, dass das wieder so wirklich kann, aber naja. Ach, und vor allem, wenn ich mir weh tue. Naja, okay, ja, wir wollen immer so zu Toren und dann halt raus aus der Stadt zu irgendwelchen Orten, wo halt dann diese Maschinen sind, also auf geht's. Auf zu einem neuen Gebiet und da kam gerade ein Pferdekopf hervor. Naja. So habe ich auch ein bisschen Zeit gespart eigentlich, weil ich habe eigentlich noch 2 Minuten aufgenommen. Und ja, wurde dann halt verworfen, wie gesagt, aber naja. So, wo sind wir diesmal? Panzerwagen, Monte Circeo. Circeo oder so. Circeo. Hölle auf Rädern. Leonardos Panzerwagen ist ein anspruchsvolles und verheerendes Kriegsgerät, das den Ausgang einer Schlacht verändern kann. Es muss zerstört werden. Volle Synchronisation im Panzerwagen keinen Schaden nehmen. Ach du Scheiße, das würde ja gar nichts. Ich sehe es auch schon. So, Monte Circeo. Oder Circeo, ich habe keine Ahnung. Den Architekten des Panzerwagens aufspüren. Ey, warum ist meine Nase wieder verschopft? Kurzer Schnitt. Ciao. So, weiter geht's. Heute wird auch eine Deckung, ja, mal wieder für zur Desynchronisation. Oh mein Gott. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Ach, wir sollen die verfolgen jetzt, oder was? Ist selbst schuld. Müssen wir dafür sorgen, dass wir nicht entdeckt werden. So. Was wollte ich gerade was sagen? Egal. Okay, da ist eine Wache.
Aber die guckt, verdammt. Okay, müssen wir hier außen rum, da ist auch eine Wache, verdammt. Müssen wir hier hoch. Dann irgendwie hierhin oder so. Und weiter. Okay, hier oben weiter. Und aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden, während wir die Wache töten. Moment, nein, wir wollen eigentlich den Architekten da verfolgen. Verdammt. Ah, Entfernung zum Ziel verringern. Ich komme. Renn doch. Alter, der springt dagegen. Ja, da ist es doch. Alter, keine Panik. Obwohl ich gerade die Panik gemacht habe, aber naja. So, und da gehen sie natürlich jetzt durch und ich habe keine Ahnung, wie ich da durch soll. Doch, ich sehe da links schon was. Oder rechts. Okay, hier links sehe ich nichts. In ein abgelegenes Gebiet folgen. Wie sollen wir denn da folgen? Hier dadurch, natürlich. Also doch. So, okay, es ist nicht das Problem gerade. Noch nicht. Achso, wir müssen den auch nicht aus den Augen verlieren, dürfen wir den auch nicht. Verprügeln um den Standort. Ach, sonst sollen wir es verprügeln, okay. Na? Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen in einer Zelle. Die helfen euch. Wen? Die Baupläne des Panzerwagens zerstören. Okay, wo sind die denn? Halt! Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, fuck, fuck. Nein! Das war's. Siehst du schon, das war's. Nicht. Puh, okay, einfach oben bleiben und dann ist alles okay. Kein Zeitdruck, kein Zeitdruck. Fuck, der sieht mich. Nicht. Fuck, das ist auch noch Wachen. Alter. Hier ist überall Wachen. Komm, verpiss dich doch einfach, ey. Ja, danke. So, komm, ey. Alter, war das jetzt nicht einfach frei. Und aber wir haben es doch noch geschafft bisher. Und wenn wir jetzt gleich gesehen werden, dann ärgere ich mich gleich tot. Aber naja. Die Söldner befreien. Okay. Hier ist eine Wache. Die wir aber hoffentlich töten können, ohne gesehen zu werden. Okay, sehr schön. Okay, da ist noch eine Wache und hier ist noch eine auf dem Ding drauf, ich wollte schon sagen gerade. Okay, wir töten die Wache erstmal mit unserer Armbrust. So. Damit ihr uns keinen Ärger mehr machen kann und wir die Wache hier umbringen können. Ich glaube, das mache ich auch mit meiner Armbrust, weil es sonst zu riskant wäre. So. Auf geht's. Die Leiche verstecken wir mal einfach hier im Brunnen, damit halt nichts bemerkt wird. Aber von wem ist die Frage? Egal, vielleicht kommen ja doch welche. So, tschüss. Platsch, macht's nur. Wo ist Da Vincis Maschine? Folgt uns! Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. Söldner folgen und sie beschützen. Sollen wir jetzt immer noch entdeckt werden oder nicht? Naja, anscheinend nicht. Lauf. So, zack. Kein Ding hier, wir machen einfach alle hintereinander fertig und dann... Wow. Okay. Ah, fuck. Okay, schön ausgewichen, ja, und aber dann schlägt er jetzt hier nicht. Ah, fuck.
Ich wollte eigentlich deine Deckung. So. Zack, ey, Alter. Und von hinten. Okay, halbes Energiequadrat verloren bisher, die beiden Söldner. Also der eine hat ein halbes und der andere fast ein ganzes, aber naja. Ist noch nicht so schlimm, glaube ich. So, zack, Nummer 1, Nummer 2. Oh, Konter doch ey, zu, ey. Oh nein. Warum immer Q, ey? Die zeigen mir immer Q an, obwohl ich das eigentlich auf so eine Tasse belegt habe. Boah, Alter. Weich doch aus, Ezio. Ey, ich krieg's nicht. Boah, jetzt reicht's, ey. Die machen immer diese... immer dieselben Angriffe. Jetzt reicht's, ey. Jetzt ist... Schicht. So, Alter, ey. Oh, wir hätten eigentlich eine Combo machen können, aber nein. So, jetzt aber. Komm. Jetzt der hier. Puh, ey. Ja, und unsere Rüstung ist beschädigt, aber naja. Cesare nutzt die Waffen als Kernstück seiner Armee. Sein Heer ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Wir werden sie aufhalten. Okay, durch geht's da. Okay, den ersten Teil schon mal gemeistert. Jetzt sind wir... Wir müssen dieses Tor öffnen. Ich finde einen Weg. Den Hebel finden und das Tor für diese öffnen. Ja, okay. Den ersten Teil haben wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir nur noch halt zum Panzer kommen und da dürfen wir keine Gesundheit verlieren. Wow. Okay, noch gerade so geschafft. Wo ist denn dieser Schalter? Hier. Ja, da ist auch ein Banner oder so. Ne, eine Schatzkiste. Aber die hole ich mir trotzdem. Wenn die jetzt nicht losrennen und wir die Entfernung nicht vergrößern dürfen. Aber naja, okay, so schnell sind die sowieso nicht. Hier befinden, ja, okay. Weiter geht's. Für die Söldner einen Hebel zu finden. Okay, immer dasselbe, einfach so ein paar Freerunning Skills haben und Freerunning machen und dann einfach halt den vorgegebenen Weg folgen. Ich meine, so viel kann man sich hier jetzt nicht verirren und nachher verirre ich mich bestimmt, aber na und jetzt kann man sich eigentlich noch nicht verirren. So, hier da der. Da seid ihr ja endlich! Junge! Geh, passt bloß auf, Junge, ey. Ich wollte gerade sagen. Erst so meckern, ich kann nicht, ich kann nicht, und dann. Doch so labern. Da seid ihr endlich. Und ich habe schon gedacht, das Tor geht zu. Ich lasse die Brücke herab. Deswegen habe ich erst so. Entweder wurden wir voneinander getrennt, habe ich so gedacht, oder nicht. Wie okay. Macht der das nur? Wie macht er? Das erinnert mich jetzt an SpongeBob. Oh, wie macht er das nur? Es ist und bleibt ein Rätsel. Okay. Also einfach auf die andere Seite springen, Ezio, ne? Fast. Ja, jetzt sind wir hier irgendwie tot. Echt jetzt? Wo soll... Na da, glaube ich. Ah, die schöne Kamera wieder. Aber immer noch besser als ein Tomb Raider. Wird ja auch heute sozusagen abgeschlossen. Dann kommen im nächsten Part die Credits noch, glaube ich. Wenn ich ein richtiges Upload-Plan-Schema habe. Im Kopf gerade. Okay, wir halten uns hier fest. Können wir nicht irgendwie... Ich sehe gerade nicht, wo wir lang klettern können, deswegen. So, das reicht jetzt aber und wir können uns fallen lassen. So, wir senken die Brücke. Und machen Schluss, also bis zum nächsten Mal. Bam!